wieder da mit neuem Deckprofil, diesmal von der LWS im Dragonlord Games in St. Ingbert mit Sebastian Behl, Neuzugang bei uns im Team. Sebastian, erzähl uns ein bisschen vom Event, was du gespielt hast und alles weitere. Also ich habe heute Trickster Skystriker gespielt. Ich wurde Zweiter, habe Finale gegen Kevin verloren. War ein cooles Match. Sehr spannend. War sehr spannend. Ja. Und da bin ich gerne Deck anfangen. Nice. Spiel Triple Candida, Double Like Plus in einer Lilibel, ist eigentlich ziemlich Standard, nichts Besonderes. Dann Handtrips, Triple Ash, Triple Troll. Ja, klar, ich meine, war eigentlich ausreichend. Ich habe nie gegen Goku gespielt und Troll kam eigentlich immer gut. Na, als letztes Monster habe ich heute mal Triple Skyblaster ausprobiert. Okay, erzähl uns von dem. Er kam, ich bin zwiegespannt, er kam in manchen Games, kam er richtig gut, gab mir Game, in manchen Games habe ich einfach 2-3 Stück auf der Hand gehabt und er hat einfach nur gebringt. Wenn wir vom Feld gehen, in der Zukunft spielen? Ich überlege mir noch, ich muss noch ein bisschen mehr testen. Ja. Dann zu den Zauberkarten, drüber Light Stage, drüber Terraforming. Ziemlich Standard. Dann ist das Gastriker Engine, Triple Engage, Triple Hornet, ein Afterburner und ein Widow Anchor. Wie oft hast du Engage getopdeckt? Zu oft. Viel zu oft. Und zu oft für Game. Oh, das muss man auch in den Deck. Zwei Anker. Dann zwei Core. Zwei waren mehr als genug. Kam immer zur richtigen Zeit. Zwei Designers. Immer plus eins. Wir waren keine Combo-Pieces. Und dann zum Abschluss noch zwei Scapegoats. Okay, warum keine drei? Ich musste Platz machen für die Skyblaster und wir waren effektiv das Gleiche. Nur sogar First Turn. Dann zu den Drops. Double Reincarnation und zwei Infinite Permanents. Also auch nur was gegen Goki? Auch wieder gegen Goki für Isolde oder Firewall. Noch gegen andere Matchups. So, was ist das mit Tobi? So, dann zum Extra Deck. Das erste Rang 4er. Sayuya. Ombudrache. Und Firewall. Heute habe ich nur Firewall und Bombertrag gemacht, aber Sayuya kam. Haben wir auch mal gut für die Hände zu entwickeln. Mit Skyblaster. Link 3, das Banner und Unicorn. Das Banner gar nicht gebraucht heute und Unicorn auch mal nur zum Link klein. Scheiß drauf, Phoenix, Cerberus, Goblin und Raumisolator. Goblin wurde jedes Mal geogert. War sehr nett. Cerberus und Phoenix kamen okay und warum ist er da auch viel Skateboards? Findest du, dass man von den Nightmares noch mehr spielen müsste? Zum Beispiel Phoenix in zweiten? Habe ich mal überlegt, aber so oft kommt das nicht vor, dass ich einen zweiten brauche. Dass wir lieber einen Raumisolator oder hier die Link 1, zwei Link Spinnen und Link Horribo. Problem ist mit Skyblaster, ich kann die Kurve nicht benutzen. Die Tokens sind Level 4. Das heißt, ich muss zwei Dingspende spielen. Und ja, dann passt das so einen 2 Karat und einen Schießung. Und dann Side-Deck war mehr als die Hälfte unnötig. Ogre. Mind Control, Twin Twister, Mind Crush, das sind die einzigen, die ich jemals gebohrt habe. Ja. Die, wenn ich first gegen Mirror Match oder gegen andere Matchups mit Backbow, generell Handheld gegen Goki, sonst nur. Ich habe nie gegen Goki gespielt, deswegen war mein Test für die Kaijus und die Forbidden Graveyards hinfällig. Keine Gokis, nie benutzt. Auch kein Pendel für die Felder zu orten. Ja. Jetzt wegliegen mit Effekt, ne? Aber sieht trotzdem stabil aus. Noch irgendwas, was du dort verändern würdest? Ja, ich bin ganz weg.
Die kann jetzt schon mit und Robin Graveyards kicken und was anderes spielen, was gegen mehr Matchups gut ist. Wenn ein Oka mehr ein Reaper. Jetzt gerade, wo Cybernetic Horizon rauskommt, schon irgendwelche Ideen, was man da jetzt am Deck tun könnte? Auf jeden Fall ein Bubble Sword für mehr OTK-Potential und eventuell Hayate mit Ray im Main Deck. Für mehr Plays. Gut, Sebastian, das war eine fantastische Leistung auch bei dir. Ja, dann abschließend noch irgendwas, was du sagen möchtest. Ja, ich möchte gerne mein Team grüßen und danke für die tolle Unterstützung beim Deckbau. Kevin für das großartige Finale und Dragon Lord Games für das tolle Turnier. So, damit verabschieden wir uns. Ciao.